Naja, dann würde ich Augen. sagen, unsere zweite Geheimwaffe. Pippin, der ist Atma! gar nicht in Nepal. Komm und schnapp sie dir! Was? Der ist nicht in Pippin ist gar Nepal, nicht in also. Nepal. Was ist das denn jetzt, Die Bilder Alter? sind gefälscht. Da Oh! Also, sind wenn ich aber die schnell Foto gleich schon mal da wieder Ausgang finde, gefälscht. dann mache ich Das hier ist den wie meins Sarot. mit Ruth, mit der Plastikpalme und. Ah, ne, das soll ich ja nicht sagen. Ich laufe immer noch irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ich glaube, ich finde euch nie wieder. Ich finde meinen Kannst du ihn Ausgang mal nicht. aktivieren? Ich wollte gerade sagen, Timo und ich können beide teleportieren. Was das interessiert einfach keine Sau, dass du irgendwo Ich in der weiß auch nicht, ich Pampa bekomme gerade stehst. Zeller und ich kann mich Die nicht zu ihm Musik, teleportieren. ich Ich glaube, glaube, die jetzt stimmt. Musik. Was ist hier los? Wie kann ich mich denn zum At kann der Atmen zu mir teleportiert werden? Weißt du, wie ich mich zu ihm teleportiere? Warum höre ich hier gerade so laute Klaviermusik? Was hörst du Weil für ich kann nicht mal Musik? Keyboard und Klavier mal auseinanderhalten. Oh, Du hörst hast du den Sound von Klaviermusik? Minecraft an? Ja? Alle 100 Jahre geht tatsächlich mal der Soundtrack von Minecraft an. Oh, hallo, ah, hallo, oh, hallo. Ah, oh, i, oh, Aha! Wo kommt das denn her? Hallo. Ja, ich habe Soundtrack von Minecraft. Also, ich hatte ja eine Schere irgendwie, ne? Ah, Da ich war dachte, meine jetzt kommt eine letzte Frauengeschichte, Aufgabe. als er ausholt. Also, ich hab ja, und da kommt eine Wo Schere. sind denn die Gamma-Einstellungen? Hatte ja eine Aufgabe hier. Ich sollte ein paar Pussys rasieren. Was? Ah, nee. Was? Was Was? sollst Was? Was? du? Willst du? Was Was hast hast du gerade gesagt? Oh Gott, bitte lass meinen Namen aus dem Impressum bei diesen Folgen. Das könnte meine Karriere ruinieren. Was hast du gerade gesagt? Also er hat irgendwas mit einer Pussy jetzt am Hat er Start. nicht gesagt, oder? Nein. Er hat jetzt nicht gerade gesagt, er wollte irgendwo eine Pussy rasieren. Hab ich auch verstanden. Das Ja. hab ich auch verstanden. Ich mag Deswegen ihn immer kamst du nach, zu weil sonst traue ich spät. ihm nicht zu. Hast du das gesagt, Atme? Ja. Warum sagst du sowas? Ja. Ich weiß nicht. Okay, gut. Jetzt ist Wo sind meine diese Schere verdammten kaputt. Einstellungen von den Sheddern? Das gibt's doch nicht. Die sind an der Wand. Gamma meine ich, nicht Shader. Wo ist In nochmal das der Inventar? In Shader. deiner Tasche. Dämliche Frage, wo soll es denn sonst sein? Ich mache jetzt den Dann gehe ich hier Sauron. die Ach, ganze bei Zeit ihr überlegst es die funktioniert. ganze Zeit oder bin ich dumm? Hä? Keine Antwort bitte darauf. Also, hä? Mäh, War ja mäh, wohl die mäh, perfekte Antwort auf die Frage, bin ich dumm? mäh. Mäh, mäh, Atme, mäh, die Frage mäh, ist jetzt an mäh. der Stelle: Hast du jetzt nicht vielleicht doch nochmal Interesse, Luther Kings zu probieren? Nein. Was? Was? Ah! Luther Aber es gibt jetzt ein Kings! Update für Luther Kings mit Bossfight und so. Ach, Luther Kings! Achso, was kostet das denn jetzt? Ich hab das in Erinnerung, dass es so 17,99. mega teuer war. Ja. Das ist ganz schön viel, gell? Na, das geht. Ja, Das dafür gibt geht. man Call of Duty! Sollen wir Ja. zusammenlegen? Nein, der kann sich das nicht kaufen, der hat Geld, der Mann. Nein, wir unterstützen ihn nicht, nein. Weiß, dass er Geld hat. Der lernt doch noch, oder nicht? Deswegen hat er ja Geld. Der hat ja noch keine Ausgaben, du musst das anders sehen. Ja. Der hat gar keine Ausgaben, deswegen, der kann sich auch Stimmt. Grafikkarten Nee. kaufen. Deine Stimmt. Freundin, Aber du, gell? vor allem, das ist halt das erste Mal, dass eine Frau was zu Weihnachten schenken muss. Der ist uns Jahre hinterher mit den Ausgaben. Stimmt, auch ein Argument. Tja, das bleibt mir ja jetzt erspart. Dim, dim, Das war bei mir dim, herzlich. Ich habe ewig lang dim, meine Beziehung immer so geführt, dass ich am Valentinstag Single war. Und dim, das erste Mal Valentinstag Beziehung hatte ich da komplett vergessen. Gott, war das unangenehm. Also nicht für mich, ich habe mir ja vergessen. Aber. Tja, ich hatte auch schon mal eine Freundin am Valentinstag und es ist anstrengend. Ich noch nicht. Wobei, nee, war gar nicht anstrengend, weil sie hatte damals gesagt, sie findet diesen Valentinstag-Hype auch total bescheuert. Sie ist, Ist er ja sie auch. freut sich, dass Genau sie wie jetzt an einem Weihnachten. Valentinstag mal einen Freund hat und das würde sie schon irgendwie gern ausnutzen, aber dieses Heitetei und Rosen kaufen und so, das ist doch Schwachsinn. Ich So, habe gut, wir haben irgendwie. einfach uns einen Tag gechillt und super. Ja, gut, aber man muss sagen, ich komme mich bei jeder Frau an, wenn sie sagt: Oh, morgen ist Valentinstag. Ja, der scheiß Kommerz. Ja, gut, das stimmt. Wo kriege ich denn Scheren her? Nochmal. Zwei Frag Edward. Eisenstücke schräg gegenüberstellen. Ja. Stimmt, das hatte ich irgendwo gesehen in der Folge. Oder gehst zum nächstgelegenen Drogeriemarkt? Oh Es ja! gibt bei DM keine Scheren mehr. Oh, jetzt müssen wir aber auch die anderen erwähnen, damit wir kein Product Placement haben. Genau deswegen habe ich nur Drogeriemarkt gesagt. Ich wollte eigentlich sagen Edeka, weil ich. Oh, verdammt! Gebe Lidl, Aldi, Globus. Da Jetzt auch die ganzen Friseure, bitte, als ob die keine Scheren hätten. gab's irgendwann eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Oder nee, es war einfach nur so ein.
so ein Vlog quasi von Gronkh, der macht sowas unglaublich gerne, der hasst das ja auch wie die Pest. Und da hat er sich auch mal geäußert zum Thema Product Placement. Und hat sich euch auch tierisch aufgeregt, dass es halt nun mal kein Product Placement ist, wenn man einfach irgendwie einen Namen sagt und wenn man sagt, ich kaufe gerne bei Mediamarkt, dann ist das kein Product Placement, das ist es erst, wenn man auch offiziell von dem Genannten dafür bezahlt wird. Und dann hat er angefangen, permanent kreuz und quer random irgendwelche Firmen zu erwähnen und irgendwelche Sachen in die Kamera zu halten. Da ist schon irgendwie fast eine Stunde nichts anderes mehr. Wie geht das? Was hast du gesagt, Timo? Also zwei Eisen gegeneinander. Ja, schräg. Schräg. Also schräg. Ganz unten rechts einer hin und einen mitte. Dann hast du's mal. Timo, bist du gerade bei den Schafen? Nee, ich bin gerade hinten am Arsch vom Schiff. Warum? Ja, weil es gerade bei mir wieder rumgeleckt hat. Habe ich gedacht, mal gucken, ob es wieder. Oder ob es doch was anderes war ist. War ja auch schon, es gibt ein neues Video von Gronkh. Man kann ja ruhig auch mal auf andere große YouTuber hinweisen. Auf den weise ich sowieso prinzipiell gerne hin. Ja, richtig. Weil der braucht einfach unsere Zuschauer. Alle ein Team. Ne? Und. Er erwähnt uns, glaube ich, auch öfter. Ich spielen ja gar nicht viele Spiele, die er auch spielt. Er erwähnt uns, glaube ich, auch öfter. Ja, ja logisch. Ja, ich kam einfach in letzter Zeit nicht so viel, von ihm zu gucken, aber so wie das klingt. Ja. Jedenfalls. Der, nee, er mag uns schon, also er respektiert uns auch. Er hat ein Video gemacht, wo er so ein Escape Room, so ein Escape Room LKW gespielt hat mit Watch Dogs Szenario, also Real Life Shit. Watch Dogs? Ne? Wo gefilmt wurde und. Oh, Fanboy Shit. Und hat dann auch dazu gesagt, ja, war sponsored. Ne, so ist halt so, hab halt Kohle für gekriegt, da hat er gesagt, aber ganz ehrlich, wenn man. Er hat gesagt, dass er jetzt mehr sponsert macht, weil er dafür die ganzen Werbelregeln und so. Ja, ja, das hat er mit, nicht machen will. Das macht er mit FIFA gerade. Genau, und hat dann gesagt, und, ganz ehrlich, wenn ihr sowas mal machen könntet, was ihr schon die ganze Zeit machen wolltet und dafür auch noch Geld, Taschengeld kriegt, warum nicht? Ja. Das ist halt echt so, ne? Ich will jetzt auch nicht Nein sagen. Ja, also hallo, wenn EA zu mir kommt und sagt, hier, du kriegst so und so viel Geld dafür, dass du eine MP von meinem Spiel machst, sage ich, oh klar, warum nicht? Weil er ist ja nicht mal gezwungen, dieses Spiel jetzt hochzuloben. Wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann darf er das offen sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wir können die Folge theoretisch Gronkh nennen gleich. Und er kriegt die ersten 10 Folgen, hat er bezahlt bekommen und jetzt macht er weiter, schaltet nach wie vor keine Werbung, einfach aus Dankbarkeit EA gegenüber und zieht das Let's Play jetzt bis zum Ende durch. FIFA, der Story-Mode, der im neuen FIFA drin ist. Und das zieht er jetzt mit Currywurst komplett bis zum Ende durch, obwohl eigentlich der bezahlte Teil schon längst vorbei ist. Aber es macht auch einfach tierisch Spaß. Der Curry ist die ganze Zeit am Zocken, weil der Gronkh von Fußball keine Ahnung hat und der sitzt als Kommentator und Pseudo-Trainer immer nur nebendran und hat immer nur kluge Kommentare und kloppt sich mit Bushi. Weil er der einzig wahre Kommentator ist und Bushi halt vom Spiel aus immer kommentiert und ihm immer ins Wort fällt. Schnauze der Bushi immer. Ich muss sagen, das hat EA bei dem Spiel auch echt gut gemacht mit dem Story-Mode. Das muss man ihn lassen. Auch wenn das Spiel jedes Jahr dasselbe ist. Das haben sie. Das machen andere so Firmen ja nie. Der Story-Mode ist doch gescriptet. Also wenn man Fußball mag und so, ich bin der kleine Junge und würde kein Fußballer werden und er erzählt aus seinem Leben. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist seine Psyche eben noch der große Faulenheld, der Stecher vom Neckar, der Recher, der erbten Witwen. Und jetzt das. Unser Atmer wird groß. Gerade nicht mehr. Alter, ich weiß es nicht, aber das war auch damals schon immer so, dass bei den Schafen es angefangen zu laggen, ne? Hä? Bei mir nicht. Danke, das hat nur mit dem Shadow was zu tun. Shadow on the wall! Ich hab mich dermaßen verlaufen, ich weiß nicht, wo ich bin. Sag mir doch mal bitte einer, wo muss ich denn hin? Ah ja klar, ohne Mods und so ist Minecraft ja das... Ohne Mods, hallo? Hast du die letzte Folge nicht gesehen? Nicht. Ja, aber muss... Ohne Modsen. Was denn? Ich hatte ja aber bis eben nicht auf dem PC drauf. Was? Es ja, regnet, also sehe ich keinen Mond und keine... Boah, die Revolution. Kannst du mal bitte den Downfall toggeln? Das war nur Spaß von ihm. Ohne Motzen, hat er gesagt. Und dann... Ja gut, aber Bibi, dann muss ja gemotzt werden. Du verlierst gerade ein bisschen deinen Status als Stecher. Kannst also du mal den Downfall toggeln? Ja sehr stark war, ist jetzt doch das Niveau. Witze technisch. Ach so, ja. Mag ich gerne. Ich sehe nämlich den Mond nicht und ich weiß nicht, wo ich bin. Der Mond. Ach, verdammt. Wo ist der Mond?
Toggle Downfall. Toggle down the house. Niederschlag umgestellt. Ah, da ist der Mond. Schön. Ich habe immer noch Downfall. Ja, ich habe hier noch eine Wolke, die es nicht gerafft hat. Jetzt nicht mehr. Ich habe noch eine Wolke, die es nicht gerafft hat. Hier war auf wirklich nur auf einem Block kam hier Regen runter. Also, wie so eine einsame Wolke, die über meinem Kopf hängt gerade. Echt? Ist schon vorbei. Okay, danke. Und weg die Wolke. Ach, diese Folge ist vielleicht wieder viel besinnlicher. Aber ich will doch nicht mehr viel mitmachen. Was? Ja, was ist? Ich hätte ja gerne Glowstone geholt, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin nicht mehr nach Hause. Also es ist die beste Folge, wenn wir diese Aufnahme nicht mehr kommen. Aber was? Das ist, ja, da müssten wir 2,5 Stunden aufnehmen. Was? Gar nicht. Wieso? Was? Hä? Rechne mal. 27, 28, ja, 29, 30 sind 5 Folgen. Ist eine Stunde 40. Aber Silvester ist doch erst am 1. oder? Nein, das ist Neujahr. Das heißt, am 1. Neujahrsfolge. Die 5. Folge wäre die Silvesterfolge, das ist eine Stunde 40. Die Neujahrsfolge wäre schon dann 2 Stunden, ja. Schön, richtig, dass du jetzt das Thema von wegen, wir tun so, als würden wir nicht mehr viel vorproduzieren, gerade zu dem hast. Das haben wir doch schon am Anfang weggedübelt quasi, als du meintest, wir hatten noch gar keinen Weihnachten. Ja, aber dann klang es doch so, als würden wir nur so eine Folge machen. Ach so, ja gut. Jetzt würden wir so tun, als würden wir zwischendurch schlafen gehen und... Also Leute, wir haben übrigens 2015. Ja, wir haben nie aufgehört mit AIDA-Aufnahmen. Wir haben immer vergessen, das ganze Jahr über hochzuladen. Ja, ist doch schon eigentlich. Also, wir sind im Prinzip gerade beim 4. Schiff der Flotte. Richtig, gestern waren wir in Twin Towers in New York offiziell, war echt gut. Wir wurden eingeladen, damit wir das richtig mal angucken können. Das war die Neueinweihung, nachdem diese komische Bombe im Keller da in dem Parkhaus so hochgegangen war. Aber das haben sie ja wieder repariert und deswegen sind wir eingeladen worden. Parkhaus. Also mein Parkhaus ist aber Autos parken. Das war vor seiner Zeit, da erinnert er sich nicht der Kleine. Tote und Verletzte. Also ich glaube wirklich, was die Frauen am Atmen so lieben, ist seine gewisse kindliche Naivität. Ich habe auf jeden Fall die Schnauze von kindlicher Naivität gestrichen voll. Und von Frauen. Jetzt geht's wieder zum Rage-Bereich. Ganz ehrlich, diese Gottverdammt, ich habe das jetzt auch kürzlich in meinem eigenen Minecraft Let's Play hatte ich das auch schon thematisiert mit dieser Lügerei, diesen falschen Schlangen und dieser gottverdammten Kinderkacke. Da war es nur noch ohne Namensnennung war das mal thematisiert und jetzt war es halt hier irgendwie mal so richtig. Ich würde sagen ausgeschlachtet, aber auch das wäre noch eine Alternative. An dieser Stelle ganz kurz, tut mir sehr leid für alle Zuschauer, dass ich hier ständig, wirklich ständig hin und her am Schiff laufe, aber ich verstehe es ständig, irgendwelches Holz vorne mitzunehmen und muss deswegen ständig nach vorne laufen. Jetzt kannst du weiterreden, Martin. Er hat ständig gesagt. I found a village in the... Englisches Wort für Steppe. Ach da! Steps. Steps. Deswegen ist hier eine Steppe an der anderen. Step by step. Richtig. Das ist geil, weißt du, so ein englisches Lied. Step by step. Und also deutsche Übersetzung auch Steppe um Steppe. Steppe by Steppe. Ich will mir nochmal einen Weg bauen, der hoch zur Brücke führt. Ich muss auch noch so lange laufen, bis ich da bin. Lass dich doch Brücke zur Brücke beamen. Brücke. Das wäre gut, wenn man das könnte. Du kannst. Aber immer wenn ich die Musik höre, Slash Teleport, Timo, Hero, Brücke. Ja. Try it. Oh, ich glaube, ich bin falsch. Eine von diesen Zahlen war doch 100 und die andere war 1000 und eine war 500 oder so. Aber wenn jetzt beides 500 ist, dann stimmt das doch. Kann mich mal jemand nach Hause holen, bitte? Ich hab dich eben schon gefragt, ob ich die retten soll. Du sagst ja nichts. Save my fucking life. Weiß ich, hab keine Birke. Atme. Mach ich gleich. Atme. Dein Rage Quit. Ist seine Mutter schon wieder da? Oh, ich kann hier in die Welt gucken. Der Mann ist gemutet. Ja. Ja, es war klar. Mute zur Lücke. Dum-dum-dum. Vielleicht muss er Ruth gute Nacht sagen.
Jetzt bitte Ralf Ruth aus dem Spiel, ja? Ralf Ruth. Was? Die haben hier ein Objekt. Die hat ein unbedingtes Format. Hände nicht cheaten schon wieder, bitte. Ich wollte Martin zu mir teleportieren, aber das zweite H macht mir jedes Mal zu schaffen. Hände! Ich bin zu Hause. So, du hast dich auch nicht wegbewegt hier. Was willst du sagen? Ich wegbewege. Guck mal hier, guck mal, da ist weg. Mann, das kann ich sagen, ich wegbewege. Schauen ganz kurz mal hier bei den beiden. Rage Quit. Was hier abgeht. Oh, so, Rage Quit. Hier sehen wir mal, während die Sonne aufgeht, schön, was der Henne hier macht. Hallo Henne. Fick dich. Ich bin so ein Crumpy Cat, weißt du. Ich wusste es. Achso, ich könnte jetzt das da oben mal wieder ausmachen. Hier. Ich hatte im Kleinhirn hatte ich so dieses Geräusch, wie wenn ein Hai von hinten kommt. Stammhirn. So. Wir müssen jetzt eigentlich, was müssen wir machen? Ich brauche jetzt unbedingt Birke. Du machst jetzt erstmal eine Schublade. Apropos Birke, warum steht eine Birke bei den grünen Schafen? Und in dem Moment, da ich das frage, habe ich das seltsame Gefühl, ich sei dran schuld. Bierkönig? Sagte er, als er am Kackstift vorbeilief. Ja, ich glaube, ich habe die selbst gepflanzt. Ich habe es nur wieder vergessen. Bäume, die irgendwo stehen, wo sie nichts zu suchen haben. Könnte meine Handschrift sein. Da fällt mir gerade ein, ich habe doch hier diesen Friedhof. Bekomme ich gerade eine Nachricht von Facebook, dass zwei meiner Freunde sich noch nicht als sicher markiert haben in Berlin wegen des Terroranschlags. Was ist denn passiert gerade? Achso, ich habe 9 Tote und Verletzte. Das, was ich gesagt habe mit dem Weihnachtsmarkt. Ja, das ging. 9 Tote und Verletzte. Was? Ich dachte, das wäre ein Witz, dass ich irgendeinen Typ vom LKW hätte überfahren lassen. Nein! Das war kein Witz. Mensch, aber dann mach das doch nicht in so einer Folge! Du Pfeife! Unangenehm. Jetzt hier Fakten. Jetzt muss ich fragen, ob die in Sicherheit sind oder was, meine Freunde. Da muss ich ganz kurz mal hier einschalten. Ich bin da gerade hier, wollte ich einfach mal sagen, ich habe das nämlich in der Originaltonspur, das total vergessen, einfach zu erwähnen, dass ich hier gerade einfach mein Inventar aufräume. Ne? Und das ist ja irgendwo viel wichtiger als das, worüber ich da jetzt gerade irgendwie philosophiert habe. Das wollte ich mich gerade mal einschalten. Ne? Runtergehauen. Ja, die Birke gemacht. Runter. Weißt du, gestern hatten wir noch Birke auf dem Surfer, da hatte die einfach runtergeladen, jetzt ist sie weg. Ja, das Problem war, er hatte Heimweh und in Nepal gibt's keine Birken. Aber gibt's Orangenbäume in den Teeplantagen, die komplett unbehandelt sind und leckere, ungespritzte Orangen bieten. Jetzt nicht mehr, der Veganer war da. Nee, die sind alle im Tee gelandet. Nee, die sind alle weg. Die isst der vorher, der isst die auch als Teeblatt. Irgendwas leckt doch hier. Ich wollte gerade sagen, ich hatte noch. Sag mal, ich baue den Stein jetzt zum vierten Mal, aber es reicht! Ich hatte auch gerade gedacht, ich könnte zaubern. Ich hatte noch Redstone auf der Werkbank, bin einfach aus der Werkbank rausgegangen. Der Redstone war weg. Normalerweise springt der dann ja raus, aber er war weg. Kam dann 5 Sekunden später, kam er dann geflogen. Ich hatte schon Angst. Was ist das Lied von dem Eintags-Redstone-Else? Else. Who the fuck is Else? Also. Klingt? Da hat man jetzt hier, du scheinst als einziger annähernd informiert zu sein, was ist los in Berlin? Ja, irgend so ein Vollidiot ist halt mit LKW auf den Weihnachtsmarkt gefahren und jetzt sind laut Polizeiangaben mindestens 9 Tote und halt verletzt. Also ist der da terrormäßig drüber gerast oder was? Da weiß man nicht, ob der besoffen war oder davon weiß man noch nichts. Es ist einfach nur haben LKW. Haben die den geschnappt? Wohl ja, aber. Habe ich jetzt. Gestörte Menschheit. Habe ich mal irgendwo gelesen, ja. Hab ich mal irgendwo gelesen. Scheuer, der wird immer schlimmer. Ja, ich sag ja, die drehen. Ich habe das kürzlich in einer Minecraft-Folge von jemand thematisiert. Die drehen alle am Rad, die haben alle. Wie sagt man hier in Hessen Mann, so schön? Ich muss sagen, langsam habe ich das Gefühl, du nutzt es nur zur Wiederverwertung deiner bereits gekauften Themen. Ich lach mir den Wixbash, Dumdi. Was, ein Wixberg? Was hast du gesagt? Das sagt man in Hessen so, die haben einen Schlag mit dem Wixbash. Oh, schön. Ja, kennst du wieder nicht, ne? Kennst du wieder nicht. Das sag mal dem Herrn IS. Ich meine, bei uns hat ein 12-Jähriger oder 13- oder 14-Jähriger zweimal versucht, eine Bombe zu zünden. Zweimal schiefgegangen. Ich hab schon Timo gesagt. Kommentar von einem Kumpel von mir. Also, ich hab schon mit 8 bessere Böller gebaut als der. Das ist Ludwigshafen. Herzlich willkommen. Muss aber sagen, der ist auch. Schwarzer Humor.
Die Folge ist wieder vorbei, von daher ist okay. Was? Ach so. Hm? Sollen wir jetzt mal eine Folge ganz, ganz, ganz super, super, mega lieb sein? Okay. Atme, weißt du was? Du bist für mich der einzige Mann, der so schön lacht, dass mir immer das Herz aufgeht, wenn ich ihn lachen höre und sehe. Es ist der Atmer, der immer lacht. Der immer lacht. Und dabei schon. Wenn er alleine ist. Ich muss schon mal sagen, ich halte das eine ganze Folge nicht aus. Aber ja. Was, dieses Liebsein? Ja, ein mutmaßiger Fahrer wurde festgenommen. Ha! Was, ein massiger Fahrer wurde festgenommen? Mutmaßlich. Ach, mutmaßlich. Ich hab verstanden. Ein massiger Fahrer wurde festgestellt. In welcher Form ist es relevant, dass es eine fette Sau ist? Massiger Fahrer. Oh ja, okay. Ja, wieso mutmaßlich? Waren da 8 Leute jetzt in der Führerkabine und die müssen erstmal gucken? Keine Ahnung. Na, wenn er genug Schwung hatte, dann ist die Frontscheibe weg und 8 Leute in der Führerkabine. Das ist schon richtig. Und muss erstmal sortieren, ey.